Guten Morgen. Ich überlege tatsächlich, mir so ein Lastenfahrrad zu kaufen. Ne? Dachte, es ist super praktisch, passt das Kind rein, ist super fürs Klima, passt auch der Einkauf rein, sind aber schweineteuer. Leider. Und genau deswegen wollen viele Politikerinnen genau das eben jetzt fördern vom Staat, damit so ein Lastenfahrrad eben günstiger ist. Wir wollen das aber testen. Schafft es eine Familie, das Auto mit genau diesem Fahrrad gerade bei dem Wetter gerade zu ersetzen? Das ist Familie Müller aus Lüneburg. Und die ersetzt heute einen ihrer beiden älteren Diesel gegen dieses schicke Lastenrad. Bin mal gespannt, ob wir da alles hinkriegen, was wir sonst so hinkriegen müssen, über den Tag verteilt. Wie die meisten E-Lastenräder ist es ein sogenanntes Pedelec. Heißt, der Elektromotor funktioniert als Tretunterstützung bis 25 km/h. Menschen und andere Lasten bis 200 Kilo können hiermit transportiert werden. Kosten knapp 5000 Euro. Heute ist natürlich auch ein ganz guter Tag, mal auszuprobieren, wie das bei schlechtem Wetter so funktioniert. Denn es regnet eigentlich immer mal wieder. Und das ist natürlich im Auto immer sehr entspannt. Oh nein, Mama, ich habe auf Turbodüster gestellt. Na, aber wenn wir einen Turbodüster haben, dann kann natürlich nichts passieren. Er hier macht das schon seit 4 Jahren. Georg Odenthal aus Hamburg ist Vater von 3 Kindern und hat gar kein Auto. Ich mache eigentlich alles nur noch mit dem Lastenrad. Ich habe auch schon für meine Frau einen Bürostuhl mit dem Lastenrad abgeholt. Umweltschutz spielt auch ein bisschen mit da rein, dass ich Fahrrad fahre. Ist natürlich im Gegensatz zum Auto die Abgaslast, sage ich mal, deutlich geringer. Funktioniert also in der Großstadt, behauptet er. Wir fragen uns, klappt das auch bei den Müllers in Niedersachsen? Es regnet inzwischen in Strömen und die Kids haben Termine. Wir fahren jetzt zum Sport, zum Parcours und danach zum Reiten. Das machen wir normalerweise mit dem Auto, vor allem bei dem Wetter. Und wir machen es vor allem deswegen mit dem Auto, weil das relativ zeitgleich ist. Und deswegen probieren wir jetzt mal heute, wie das mit dem Fahrrad funktioniert. Erstmal anschnallen. Eine Helm- und Gurtpflicht gibt es in Deutschland für Lastenräder nicht. Aber bei möglichen Geschwindigkeiten von über 30 km/h sollte natürlich jeder selbst darauf achten, dass alle hier dann auch heil ankommen. Nach 5 Minuten haben wir die 1,8 Kilometer zum Parcourskurs von Frederik geschafft. Aussteigen. So, Frederik, dich hole ich gleich wieder ab, ne? Viel Spaß. Tschüss. Schnell weiter zum Reiten. Erst durch die Stadt und dann noch Landstraße. Insgesamt 7 Kilometer. Mit dem Auto wäre man in spätestens 10 Minuten da. Vera braucht jetzt 20 und ist gerade noch rechtzeitig beim Reiten. Das Wetter ist halt nicht optimal. So, das Fahren selbst ist eigentlich ganz lustig. Allerdings habe ich eben auch mit meiner Tochter darüber gesprochen, wie es wäre, wenn es jetzt richtig kalt wäre. Da hilft dann nur warm anziehen. Lastenradprofi Georg empfiehlt hier eine Zusatzausrüstung. Ich habe ein Verdeck für das Lastenfahrrad, sodass die im Trocknen sitzen. Und der Fahrer sitzt halt dann notwendigerweise im Regen. Braucht halt eine Regenhose, eine Regenjacke. Zurück zu Vera. Die hat es gerade noch geschafft, rechtzeitig zum Kursende beim 6-jährigen Frederik zu sein und ist jetzt zum 3. Mal die 7 Kilometer gefahren, um Greta vom Reiten abzuholen. Das war eine ziemliche Hetzerei. Aber gut, ist es ehrlicherweise mit dem Auto auch oft. Deswegen finde ich es eigentlich nicht schlecht. Aber ich denke, jetzt, wenn wir jetzt mehr Gepäck hätten, also manchmal hat man halt noch zum Reiten mehr Sachen dabei oder wenn ich jetzt noch Arbeitssachen dabei hätte. Und dann bei dem Wetter, dann stelle ich es mir einfach schwierig vor. Könnten die Kids denn hier auf das Auto verzichten? Ja, also wenn besseres Wetter ist, dann ja. 32 Kilometer hat Vera heute in mehreren Etappen mit dem Lastenrad zurückgelegt und dafür 1,5 Stunden gebraucht. Mit dem Auto wäre das in der Hälfte der Zeit gegangen. Mit dem würden die ältere Tochter Luisa und Papa Tobi jetzt eigentlich den Wocheneinkauf machen. Heute geht das natürlich mit dem Lastenrad. Unerwarteterweise gibt es ein Parkproblem. Es gibt keinen freien Bügel mehr mit genügend Platz. Wir stellen uns einfach daneben und schließen die beiden Fahrräder aneinander. Und dann wird das schon keiner klauen hier. Bei einem Wert von 5000 Euro und mehr spielt Diebstahlschutz beim Elektrolastenrad eine große Rolle, weiß auch Georg. Ich habe verschiedene Schlösser, ein Fallschloss, ein Bügelschloss, das Kettenschloss ist dran, dann so ein Drahtseilschloss. Und wenn ich das jetzt hier vorm Haus abstelle, da habe ich einen Bügel, da kann ich das dran schließen, dann wird das auch mit allen 4 Schlössern abgeschlossen. Das Fallschloss hat ja auch eine Alarmanlage, die piepst dann los, wenn man da dran geht. Zudem benötigt man eine extra Fahrradversicherung für etwa 120 Euro im Jahr. Die meisten Hausradversicherungen übernehmen den Schaden nämlich nicht, wenn das Rad unterwegs gestohlen wird.
Aber wie hat denn der Wocheneinkauf für die fünfköpfige Familie geklappt? Aus Zeitgründen machen die Müllers den nämlich nur einmal wöchentlich. Passt alles rein? Ich hatte mir schon gedacht, dass das eng werden würde. Und deswegen haben wir jetzt 3 Kästen Wasser gekauft. Normalerweise, wenn wir Wasser kaufen, dann sind das 4 oder 5. Und wir haben auch, so zu essen haben wir jetzt das gekauft, was wir am Wochenende brauchen. Also für eine ganze Woche passt es nicht. Eigentlich wollten die beiden noch in den 5 Kilometer entfernten Baumarkt. Das Rad ist aber voll. Also ab nach Hause. Mit dem Auto hätte man das jetzt noch erledigt. Dicke Minuspunkte für den fehlenden Stauraum und zusätzlichen Zeitaufwand. Ob das Lastenrad uns denn aber kostentechnisch überzeugt? Lass uns mal ausrechnen, was uns der Spaß jetzt kosten würde. Was kostet denn das Auto? Unabhängig vom Anschaffungspreis ermitteln wir die laufenden Kosten für beide Fahrzeuge. Wir addieren die monatlichen Beträge für Verbrauch, Werkstatt, Versicherung, Wertverlust und für den Diesel Steuern. Der Kombi verursacht Kosten von 221,25 Euro im Monat, das Elektrolastenrad nur 52,42 Euro, immerhin 168,83 Euro weniger. Das finde ich jetzt schon einiges. Gut, man müsste natürlich noch, das fehlt jetzt in der Rechnung, die Kosten für ein ÖPNV-Ticket dazu rechnen, weil man tatsächlich nicht alle Fahrten ersetzen kann. Nach unserem Testtag würden die Kids und Mama Vera den Zweitwagen gegen das Lastenrad eintauschen, trotz Regen und doppelter Fahrzeit. Papa Tobi würde sich nicht komplett vom Auto trennen, allerdings weniger damit fahren und stattdessen mehr radeln.